Schule. Machen wir auch direkt weiter. Nicht, dass sich hier einer beschwert. Oh, wie fortsetzen? Tür. Ich habe noch letzte Kaureste im Mund. Also, das geht. Das sieht aus wie eine Falle, meine Freunde. Okay, du warst schon tot. Nur für alle Fälle. Ah, das ist gerade eine B-Note. Aha. Ah, ihr seht? Schicke B-Note. Schöne stimmungsvolle Musik. Oh, einmal Toilette. Ja, befinden uns auf der nördlichen Erdkugel. Während wir auf der südlichen, würde es sich gegen den Uhrzeigersinn drehen. Hier mal ein bisschen unnützes Wissen. So. Wir haben so viel Autohacker, ne? Können wir das auch mal benutzen? Dachte ich mal. Nichts kann ich davon benutzen, weil ich in allen Details voll bin. Na super. Sag mal. Warum, Mädchen? Warum? Du bist tot, hör auf zu schreien. Außerdem muss ich das hier ganz schön beschissen laufen. Mit nur ein Pumps. Hoch, da ist mir doch glatt die Niete rausge. Ja, guck mal, hier Foto kann ich auch noch von machen. Da, Foto. Na, na? Nee, du bist schon Mousse. Mousse au Chocolat. Der Kinderräuber ist im Hotel, Brüder und Schwestern. Er will mich holen, damit er an Eleanor herankommt. Blechdaddies kennen. Hi, Melun! Blechdaddies fühlen. Schick das rein, schaust! Aber wir sind die Familie. Und wir können ihn lehren, Schmerz zu empfinden. Ah, komm her, ich hab einen Bohrer. Ach, steht deine Rosette drauf. Ach, schön, dass du da bist, Melun. Setz dich, lehn dich zurück. Hab einen guten Abend. Nee, Kaffee brauche ich noch nicht. Boah, ein paar Dollar, Dosenfleisch. Oh, ja, ist alles klar, das geht. Was haben wir noch im Kühlschrank? Oh, Schnaps. Geil. Kaffee noch hinterher. Oh, 100%. Ich mach das auch besoffen. Ja, ein Bier will ich nicht, aber was ist das hier? Ist das eine Rose? Irgendeine Blume. Okay. Du bist tot, ne? Na, der gute Straßenfeger. Wer schläft denn so? Ist doch unbequem. Wenn ich mir das Knirschen der Dielen anhöre, würde ich sagen, ich könnte 1-200 Kilo zu viel wiegen. Tiefspritzen. Oh, geil. Ein Aufzieh-Mini-U-Boot. Also, ich kann dir jetzt mal. Pass mal auf, Snap. Ich kann dir jetzt mal gerade ganz kurz Bioshock 1 erklären. Wir sind in einem Flugzeug und stürzen ab. Landen.
bei einem Leuchtturm und befinden uns, also wir gehen jetzt in diesen Leuchtturm, weil es die einzige Stelle ist, wo wir hingehen können. Und da gibt es so eine Unterwasserkugel. Und da werden wir zu einer Stadt unter Wasser gebracht, die du jetzt auch hier im Hintergrund siehst. Neben Quake, Doom, Unreal Tournament, das Original Unreal. Was? Nun gut, auf jeden Fall werden wir runtergebracht in diese Stadt, die du ja auch hier unter Wasser siehst, Rapture. Und um da wieder rauszukommen, hören wir dazu. So, und wir stellen fest, diese Stadt sind die Menschen total durch. Die feiern alle noch Karneval, die Stadt ist irgendwo in den 60ern hängen geblieben und total verspleißt durch dieses sogenannte Adam und Eve, was da herrscht. Also, um genau zu sein. So, und dann gibt es diese Little Sisters, die wir da rumlaufen. Kleine Mädchen, die das Adam aus den Leichen saugen. Und es gibt Big Daddies, die auf die aufpassen. Und die sind am Anfang wirklich der Oberfick. Die hauen dich direkt aus allen Schuhen und du weißt gar nicht, worum geht. Später in der Story stellst du fest, alles klar, pass mal auf, hier wurden Experimente betrieben. Man hat diese Substanz Adam versucht zu züchten aus Schnecken. Der hat aber nicht so wirklich funktioniert. Dann hat man da nachher kleine Mädchen für genommen. Und das hat funktioniert. Diese Mädchen bleiben dann auch immer diesen Status und sind dann halt total durch. So. Und damit ihr auf die kleinen Mädchen aufgepasst wird, stoßen die so ein Pheromon raus und darauf tun diese Big Daddies total reagieren. Die gehen da voll drauf ab und beschützen dieses kleine Mädchen. Oh, sure, Maloon. Oh, what kind of games you prefer? If I remember right, you were Polish, right? Auf jeden Fall müssen wir jetzt da unten in Rapture, wir hören auf Atlas. Der erzählt uns nochmal die ganze Zeit und wir müssen dann den Pausenclown, der den Laden gerade schmeißt, vom Thron stürzen, damit wir da wieder rauskommen. Auf jeden Fall stellen wir nachher fest, Atlas tut uns die ganze Zeit kontrollieren mit würdest du bitte. Darauf tun wir triggern und man stellt nachher fest, wir sind auch nur eine Züchtung hier aus diesem ganzen Inzesthaufen, der da unten in Rapture rumläuft und wurden gezielt da rein gebracht. Also es war gar kein Zufall. Nun ja, dann stürzen wir den Thron und kommen raus. Das ist jetzt eine ganz grobe Geschichte. Ich habe bestimmt ein paar Dinge vergessen und Leni dreht mir sicherlich den Hals um, wenn sie das jetzt hören würde. Und im zweiten Teil sind wir plötzlich ein Big Daddy und sind wieder ein Rapture. Nach dieser ersten Phase und irgendeine Frau, die Frau Lamp, was übrigens meine Frau zu sein scheint, kontrolliert den Laden. Ich bin der Vater, der als Alpha Big Daddy rumläuft, also das frühe Alpha-Modell. Und meine Tochter wird vermisst. Und ich bin angebunden, solange meine Tochter hier unten ist, dass ich hier auch bin. Das heißt, ich versuche gerade, meine Tochter zu retten. Das Coole ist halt einfach, wir sind ein Big Daddy. So, von welcher Seite. Oh, hallo, Baby! Von wo kamen wir nochmal? Von hier kamen wir, alles klar. Das ist die schnelle Fassung. Sollte ich was vergessen haben? Sorry! Nee, wir gehen erst hier hin. Ich will da rein. Verdammte Kacke! Man möge mir das Ding hier öffnen. Karte. Okay. Da komme ich außenrum später. Schade. Diese Superwaffen. Nee, das ist durch das sogenannte Eve, dass ich mit diesen Plasmiden spielen kann. Das ist, wie gesagt, da unten wurde geforscht mit Adam und Eve. Und die Plasmide sind auch eine Entwicklung aus den Laboren da. Und nun ja, das ist da unten halt gang und gäbe. So. Ist ein bisschen abges. Hier, kann ich dir gleich mal zeigen. Die sind hier alle total abgefuckt. Guck dir mal die Gesichter an. Oh. Hier. Siehst du das?
Die sind auch schon so halb mutiert. An einigen Füßen kann man das sehen. Oder hier, an seinem Kopf. Siehst du das? Der Körper reagiert halt sehr eigenwillig auf die Plasmide. Die sind dann sozusagen komplett zugespliced. So, jetzt machen wir noch ein paar Fotos hier. Die Leiche habe ich noch nicht. Den habe ich noch nicht. Oh, das ist ein schönes Bild. So, will ich da lang? Ja, da will ich lang. Oh yeah. Und ich will hier lang. Hier übrigens den scheiß Roboter da oben auch schon wieder. So, jetzt hacken wir den. Der gehört mir. Ich sollte mich eigentlich nicht freuen, dich leiden zu sehen, Monster. Aber ich bin nicht so heilig wie die Frau Doktor. Ich freue mich eben, wo ich kann. Okay. Tülü, Fethrix, der Lab, echte Mutter von dir. Ich kriege Oni. Warum ich ein Fotoshooting mitmache? Nun gut, ich kann Fotos mit denen machen. Darauf verbessern sich dann die Schadenswerte. In dem Fall habe ich hier gerade eben so ein MG-Geschütz gehackt. Naja, und die rennen da jetzt freundlich rein. Sollen sie mal. So, guck mal her. Waffenbewässerungsstation, Hitze-Upgrade für Nietenpistole. Achtung, kann Lebewesen bei wiederholtem Beschuss in Brand setzen. Hallo, heiße Nieten. Macht mich dezent geil. So. Ja, hier die Leichen. Flupp mal eine Runde. Geil. Grafikfehler. So. Irgendwo ist da noch einer. Bist du denn? Nicht hier. Nimm den Verbandskasten einfach mit. Mir egal, wo du bist. So. Siehst du das rote Licht hier, das sich da bewegt? Das ist so ein blöder Alarmroboter. Und, wenn der grün ist, gehört der jetzt mir. Und wenn der mir nicht... Oh, gefrierender Bohrer. Lass den Gegner mit Gefrierbohrer in der Kälte stehen. Nee, der kommt in die Gendatenbank. So. So, und jetzt sind hier diese Roboter gekommen. Und die greifen die alle an. Voll gut. Es ist das Blut, das uns zu Fremden macht. Schade. Aber dank Dr. Lamb sind wir jetzt alle eine Familie. Ein Volk. Ein Ziel. Mal Zeit ein bisschen. Du kannst dieses alte Herz anhalten und diesen alten Körper ausbluten lassen. Aber die Familie kannst du nicht zerstören. Ja. Und du, Blechdaddy, du stirbst ganz alleine. Nein, Blechdaddy stirbt nicht, meine Freunde. So, hacken wir mal eine Runde. So, was gibt's im Angebot? Panzerbrechend und Nieten. Und wir können noch kaufen... Oh, schwere Nieten. Ich hab echt Geld, ne? Hackpfeil, gib ihm. Panzerbrechend. Ich hab echt Geld wie Heu. Scheiß drauf. Das ist ja gerade das Schlimme. Ich konnte eben hier von all den Viechern kein Geld mehr nehmen. Davor war das im ersten Teil etwas schwieriger. So, hier tue ich Respawn. Aber die Ecke ist mir neu. Muss ich da hoch? Okay. Ah ja, okay, wir haben Tonband. So, noch ein bisschen was zur Story. Ich bin ja an sich ein bescheidener Mensch, aber
Die Masche mit den Spritzenteilen ist schon einsame Spitze. Irgendein Blödmann von hier kauft mir eine Schachtel Einzelteile für Injektionsspritzen ab. Für das Doppelte, was der Krempel wert ist. In seinem Rattenloch baut er alles zusammen. Ich kaufe das fertige Produkt für 10 Cent zurück und kassiere dafür einen Dollar von Ryan. Profite kommen, Profite gehen. Der alte Andy labert was von der großen Kette. Ich habe Leute, die blechen noch dafür, dass diese Kette mich reich macht. Ja, Geld habe ich hier wie Heu, echt. Oh. Das ist nicht übertrieben. Hier, schick unter Wasser alles. Gut, mal gehen wir weiter. So. Warum gehen die Türen eigentlich nicht auf? Da wäre ich ja gerne rein oder sowas, ne? Aber nein. Türen sind alle versperrt. Gibt es noch ein bisschen Chips zum Naschen. Und das stinkt hier doch schon wieder nach irgendeiner Falle. Da, hört ihr es? Wo ist denn die Olle? Ich höre die doch schon wieder. Ryan hat mir erzählt, in Rapture wäre es nicht wichtig, wo man herkommt. Als die Zeiten härter wurden, kochten unsere ganzen Vorurteile wieder hoch. Aber Dr. Lamb hat uns gezeigt, dass wir alle eine Familie sind. Jenseits unserer Hautfarbe, jenseits unseres Standes, jenseits unseres Namens. Oh, guckt euch das an, ey. Guck mal, hier so ein Plüschpick, Daddy. Wie geil. Oh, jetzt steht er sogar. Geil, oder? Boah, hörst du mal auf zu heulen, Alte? Die ist bestimmt da hinten beim Safe. Dann plündern wir nochmal einen Kühlschrank. Was sagt meine Map? Meine Map sagt. Jo, da geht's weiter. Okay, das da eben gerade, meine Freunde. War ein Geschütz. Und wieder warte ich den ganzen Tag, ob Harry heimkommt. Nicht, dass wir überhaupt noch zu Hause wären. Bestimmt ist er mit diesem Mädchen durchgebrannt, das in seinem tollen Buchladen als Verkäuferin arbeitet. Und wir verlieren unser Zuhause und sogar den verdammten Laden kriegt Ryan. Jetzt müssen wir uns mit diesem schrecklichen Zinkler einlassen, nur um ein Dach überm Kopf zu haben. Nein, Harry hätte das doch nie getan, oder? Würde er überhaupt wissen, wo er uns suchen soll? Guck mal, da ist er. Die ganze Zeit heult die Olle da hinten rum. So, jetzt kann ich die fotografieren oder filmen. Unsere Sache kann keine Volltrottel gebrauchen. Ah! Oh, fuck! 6666, ich will den Typen. Na, warte! Mach das weg! Dann mach ich auch gleich, keine Sorge. Ah, A-Note! Müssen wir doch volle Action drauf fahren. Das ist ja nice. Okay. Dich wollte ich sowieso eben gerade hacken. Bam, bam. Nur noch 25% meiner Aufmerksamkeit. Alles gut. Und was bin ich vom Beruf? Dann lass mal hören. Oh, Fallnietenspritze. 800 Schrot. Ah, okay. Ich habe das gehört, dass ich nicht mehr deine volle Aufmerksamkeit höre. Okay, dann lass mal hören, was bin ich vom Beruf?
Jetzt bin ich neugierig. Es ist schlimm mit dem Spiel, ich weiß. Aber kann ich eigentlich auch... Nee, ausblasen kann ich das nicht. Hätte ja sein können. Nehmen wir ein bisschen Dosenfleisch. So. Ja, das Spiel frisst echt Aufmerksamkeit, ne? So, ducken wir uns einfach mal. Hackerfeil, Sardinen. Was zu futtern und ein bisschen was fürs Eve. Nehmen wir alles mit. Die Olle hat auch nichts mehr richtig. Brauche ich was? Eigentlich nicht, ne? Ich glaube, wir haben alles. Auch die Schmetterlinge. Ich habe noch keine Ahnung, wofür die Schmetterlinge hier sind. Die sind an jeder Ecke. Ob das irgendwie ein Hinweis sein soll? Vorhin hat das geklappt. Oh, Story. Der Morphoretenor prallt vom Glas ab. Ich falte diese Papierfiguren als Geheimabzeichen für die Gläubigen. Die Raupe des Morphoretenor verpuppt sich nicht. Ihr wächst eine innere Schutzhaut vor der Metamorphose. Er ist wie wir. Den Schmetterling zu tragen, heißt Dr. Lamb und die Familie zu unterstützen. Bald schon wird Rapture seine Flügel entfalten und hochfliegen. Die Zeit der Reife naht. Melun, you don't really have a limit in your inventory, but you got a limit in your wallet. You can only carry around around $600. And you got logical limitation on ammunition, but not really a limitation in your inventory. I hope the answer is this. So. Ach, packen wir mal. Ne, Straßenfeger, den sparen wir uns für grobe Dinge auf. Badewanne benutzen. Na, wer möchte ein Bad? Schnaps gibt's auch noch hinterher. So, irgendwas. Gracies Zimmer ist gleich da vorne. Sie war ja nicht gerade freundlich zu dir. Ich werde also nicht versuchen, dir vorzuschreiben, wie du ihr den Schlüssel abnehmen sollst. Danke. Aber sie ist alt. Und der Hass auf dich basiert auf einem Missverständnis. Wie kann man ein Missverständnis mit mir haben? Yeah, it's a lot of fun. When you... I don't know. Did you have any Bioshock part in your library? It's same, because when you had Bioshock 1, Bioshock 2, and Bioshock 2 add-on, I don't know the exact name, you get the remastered version for free. And at the moment, right now, I'm playing Bioshock 2, the remastered version. It really looks good. And if you ask me, personally, the gameplay is way better than Bioshock 1. Oh, hey. Oh, fuck you. Ah, ich hab Auto-Hacker drin. Naja. Das ist immer noch mein Zuhause. Raus! See, these are safety bots when I'm hacking the alert. And now they're coming. Come to me. Come. I said come to me, not leave me. Here, I'm hack one. Now he's mine. And normally he has to follow me. See? I got my own backup. You really missed one. I didn't play actually any part of a Bioshock game. Since I told my community. And they were raging and going riot and said you had to play. And I promised... for not too long time, we finished Bioshock 1. And with the remastered version of 1 and 2, we started with Bioshock 2, which you actually see now.
So, let's go. Okay. This was a fucking robot we heard at the beginning. Oh! Hier. Muni. Das ist ziemlich cool, weil dafür brauchen wir eigentlich die Chinese. Panzer brechen. Geil. Ammo breaking. Ammo breaking. Armor breaking. Not ammo. Ammo is ammunition. Eve-Spritze, Schrotflinte haben wir genug. Lagerkiste. Okay, und ein Stück Story wieder. Und so sind's 100. So einfach geht das. Ich zahle Sinclair ein paar Kröten für eine Ladung Spritzenteile und Nadeln. Abends schraube ich alles zusammen, während ich nebenbei Radio höre. Dann verkaufe ich Sinclair alles für das Doppelte zurück. Echt gutes Geschäft. Ein paar Nadelstiche. Danke, Anja. Aber sonst kein Grund zur Klage. Bald bin ich wieder ganz oben. Danke, Mr. Sinclair. Du Bitte. Trottel. So, komme ich hier weiter? Oh ja, hier ist was. Oh, closed. Schade eigentlich. Ja, aber ganz ehrlich. Wie habe ich denn diesen blöden Sprung gemacht? Ah, okay. So, weiter geht, nehmen wir den Elektroball? Ja, wir nehmen wieder den Elektrobolt. Wir sterben beide heute Nacht. Rammstein. Ich, weil es deinesgleichen im Blut liegt, zu töten. Und du, weil die Familie nicht zulassen wird, dass du mit dem Schlüssel lebend hier rausspazierst. Okay. Looks like we're getting a boss fight. So, we're gonna save. Rammstein, super gut, ey. Okay. Nun ein kleines Solo. Rosen sind rot. Veilchen sind blau. Gedichte sind schwul. Bacon. Mic drop! Wir nehmen Bart. Wir sind ein schmutziger Big Daddy. Oh. Polieren wir nochmal eine Runde unsere Waffen. Schwere Nieten. Panzerbrechend. Schrot. Alles klar. Wir sind gerüstet. Sauber sind wir auch. Und mein kleiner Stinker ist auch da. Oh. Also hier ist ein Frauenzimmer. Oh, Eleanor war meine Tochter. Das Schlimme ist, sie, Mrs. Lamp, ist meine Frau. Und ich bin anscheinend tot und Big Daddy. Und das ist meine Tochter Eleanor. Oh, guck mal, so groß war sie. 7 Jahre. Oh, wie cool. Guck mal hier, der Teddy. Am Saddam! Schick, dass du da bist. Alles gut bei dir. Scharfer Beobachter. Oh, scharfer Beobachter ist natürlich geil. Dafür nehme ich Geschwindigkeitsschub raus. So. Oh, das stinkt so nach Bossfight. Holy shit. Da. Siehst du? Boah, hab ich ein gutes Auge, Leute. Guckt euch. Hier. Oh, ist er nicht süß, der Mini. Ich möchte auch so eine Big Daddy Plüschfigur. Also, wenn ihr was Gutes tun wollt. Nur ein Echo bleibt mir noch. Eleanor, Liebes, wo bist du? Ich habe mich kurz umgedreht und jemand hat dich mitgenommen. Es ging alles so schnell. Ich bin noch nicht mal eine Rabenmutter für dich. Ich konnte dich nicht beschützen.
Dieses Plakat von ihr in meinem Zimmer starrt mich an, als wüsste es, wie sehr ich mich schäme. Ja. Ich habe immer zu deiner richtigen Mutter gehalten, Eleanor. Und habe ihr immer meine Geheimnisse anvertraut. Aber ich habe dich verloren. Was wird Dr. Lamb jetzt von mir denken? Tja. Sadan und Leni ist nicht mehr da. Und Bumi hatten sich letztes Jahr beschwert gehabt, dass trotz Resub da nur mal eins stand. Ich weiß auch warum, Leute. Ich musste einmal die Session resetten, weil ich habe alles andere jetzt bei mir auf Tiffy-Stream umgestellt. Auch den Follow und etc. pp. Dadurch kam, dass wenn ihr jetzt neu gesubbt habt, das wieder bei 1 war. Tut mir schrecklich leid. Wollte ich mich einmal entschuldigen. Ernsthaft? Der Kleiderschrank? Oh, wie unkreativ. Hier ist alles voller Muni eben gerade noch gewesen, ne? Oh. Oh. Sie lebt noch. Ich weiß schon, was du willst. Nur zu, hol's dir. Ich will nicht, dass du mich berührst. Bin ich ein Monster? Dr. Lamb hat damals mir ihr Kind anvertraut. Logisch, Mango. Ich habe alles getan, aber die kleine Eleanor verschwand. Und dann, eines Tages, sehe ich sie mit dir herumlaufen. Sie sieht krank aus. Und als ich sie in den Arm nehmen will, schlägst du mich zusammen. Brichst mir den Kiefer. Hä? Ich bin bereit, Babyräuber. Komm rein und bring es zu Ende. Greifst du mich jetzt direkt an? Es ist deine Entscheidung, Freund. Gracie ist unbewaffnet. Überleg selbst. Hier mein Boomstick, Baby. Ja. Der Grund, warum es resettet wurde, beziehungsweise ich habe es resettet, durch das Umstellen, wurde alles auf Null gesetzt. Du immer tust. John Cena, Inc. Wurde alles auf Null gesetzt, also weil die Sessions alle resettet wurden. Dadurch kam das zustande. Zigaretten, ne, bräuchte ich. Da ist der Hauptschlüssel, mein Junge. Was immer du mit Gracie vorhast, vergiss nicht, weswegen wir hier sind. Ich würde ja gerne eine Latzenmädchen, aber nö. Dann geh doch zum Teufel. Los. Du hast mehr Größe als ich, Chef. Vielleicht überlegt sie sich in Zukunft zweimal, ob sie Leute verdammt, bevor sie alle Fakten kennt. Jetzt aber los. Eleanor wartet. Na, meine Tochter wartet. Haben wir alle Big Daddies? Ja, haben wir. Mein Leben lag in deiner Hand. Und du gehst einfach? Ja, ich geh einfach. Ein Monster hält nicht die andere Wange hin. Kein Monster tut das. So handelt nur ein denkender Mensch. Ein Mensch. Wie, ich bin kein Big Daddy, ich bin ein denkender Mensch. John Cena! Ja, ich wurde derbe John Cena von dir, ey. Banger! Ja, Maloon! Ah, you dirty minded. I like it. So, Straßenfeger in die Hand und gib ihm! Ich weiß, dass Dr. Lamb keine Lügnerin ist, aber ich glaube, sie täuscht sich in dir. Ich finde es nicht mehr richtig, dich in den Hinterhalt laufen zu lassen, der draußen auf dich wartet. Ich kann die Familie nicht zurückrufen, aber ich kann ein wenig flüstern und deine Chancen verbessern. Das ist nett von dir. Aha. Diese Vögelchen sind Spezialanfertigungen Vögelchen? Von einem alten Freund. Das ist leider alles, was ich für dich tun kann. Ah, ein Elite-Sicherheitsbot. Geil. Also, jetzt habe ich zwei. Ja. Alles klar, wir haben jetzt zwei Roboter. Mehr als zwei geht übrigens nicht. Hier, da. Los, gib ihm. Und nochmal ein B hinterher.
Okay, funktioniert anscheinend so. Dann müssen wir jetzt zurück. Ja, aber mir wurde gesagt, doch, also mir wurde jetzt am Anfang der Story gesagt, Cetrix, dass meine Tochter ist. Dass ich der Vater bin. Das wurde direkt am Anfang der Story so erzählt. Zumindest habe ich das so verstanden. Nö, ich habe genug Muni. Nee. Finde ich voll ungeil, Junge. So, hier. Eine Runde rum. Ach, ihr Big Daddy. Achso, ich habe gerade gesagt, Big Daddy, ich bin auch ihr Vater gewesen. Oh, okay. Weil ich suche ja meine Eleanor. Ich habe gedacht, es wäre meine Tochter gewesen. Weil sie hat doch auch gesagt gehabt, dass ich ihr Mann bin, die Lamp. Und dass das unsere Tochter gewesen ist. So habe ich das jetzt verstanden. Guck mal, habe ich voll falsch mitgekriegt. Ach, der ist schon geplündert. Die Bots sind übrigens döver als im ersten Teil. Möchte ich auch mal erwähnen. Gendatenbank. So, schauen wir mal gerade. Erhöht die Forschungsboni. Hackers Delight. Feuersturm. Evelink. Ich hab noch. Körperpanzerung. Achso, die ja eben schon. Gefrierende Bohrer. Gefrieren. Shorten Alarms. Trinker. Bohrerkraft. Nö. Ich bin mit der jetzigen Kombo ganz zufrieden. Wir sollten aber trotzdem bei nächster Gelegenheit einmal. Wie viel haben wir? 50 Adam? Mal wieder ein paar Slots nehmen. Sardinen. Bohreröl. Aspirin. War ja nicht noch irgendwo was? Nö. Schrot. Bandagen. Schrot. Eve-Spritze. Nö. Alles leer. Sicherheitsalarm. Nierenvater, der da. Jojo. Oh, guck mal hier, da. Da, der Lump. Ich seh dich. Ich seh dich. Leiche erforscht. Das ist keine Leiche. Aus diesen Orten. Hallo? Was? Wer ist da? Ich glaube, die Nummer 1. Ach, das war eine A-Note. Sauber. Der war schneller tot, als er bis 13 konnte. Achso, cool. Ich hab's immer so verstanden, dass ich ihr Vater war. Und dass Lamb die Mutter war. So kann man sich täuschen, liebe Freunde. So kann man sich täuschen. Nun gut. Du suchst hier sie, weil du ohne deine Gefängnisse nicht leben kannst auf Dauer. Ja, das, Oh, fuck you. Oh, das finde ich gut. Machen wir das Ding einfach mal kaputt. So. Haben wir mal Bock, was kaputt zu machen. Raketengeschütz. Oh, hier müsste eigentlich noch so viel Geld rumliegen. Sammeln wir das zumindest einmal noch ein, wa? Weil ich hab's vorhin ja alles nicht gebraucht. So wenigstens mit vollem Inventar hier. Rausgehen. Weiber reden mir zu viel, mehr nicht. Oh fuck. Ich mach den Verlöcher zusätzlich. Nee. Geh zurück zur Bahnstation, mein Junge. Fuck you! Feldversuch 1. Der Stärkste überlebt. Das ist das Gesetz im Grub.
Diese Trottel sehen einfach das Potenzial nicht in übrig gebliebenen Spuren von Sports Boost oder Körperpanzerung. Den Tonika für den Aufbau von Muskelmasse und Dichte. Da ist jede Menge Musik drin. Erste 50 Test meiner neuen Formel. Testsubjekt Hartwig Leo. Also. Na, mein Ding sagt hier, wir sind schon wieder seit 3 Stunden online. Ernsthaft, ist schon wieder 1 Stunde um? Seit der letzten Pause? Nee, oder? Kann ja wohl nicht sein, Leute. 1 Stunde kann nicht schon wieder um sein. Falls ja, sagt mal gerade Bescheid. 2 Verbandskisten, ey. Tja, ich weiß nicht, wie ich dich jetzt nennen soll. Du hast nicht nur mein Leben geschont, du hast mir auch die Augen geöffnet. Ich werde Dr. Lamp ein paar Fragen stellen müssen. Ja, mach das. Schwere Nieten. Na, kriege ich noch Besuch? Gendatenbank, nö. Nieten, wir nehmen alles. Wir sind anspruchslose Loothuren. Hier liegt noch ein Big Daddy, eine Rosie. Bohrertreibstoff. Hier einmal auf den Zahn fühlen. Und Bohrertreibstoff. Willst du mein Vertrauen gewinnen, indem du Grace das Leben schenkst? Deine Krokodilstränen mögen ihr Zweifel einimpfen. Aber bei mir geht das nicht so leicht. Ja, ist okay. Ich meine, ich komme wegen dir und mach dich fertig, Mädchen, ne? Denk dran. Nimm dir den Hauptschlüssel und steck ihn in die Steuerungsbox in dem Ticketschalter da. Dann öffnen sich die Tore. Jo. Ey, super. Haben wir schon wieder ein Level? Bombe. Alle Macht der Volke. Der crasht gerade, meine Freunde. Das Game ist gerade gecrasht. Ich hoffe, um Himmels Willen. Holy shit, bitte abgespeichert. Bitte. Ich will den Ende. Oh nee, es ist gecrasht. Beim Rausfahren. Warum? So, das Tolle ist, ihr seht, es springt hier. Gameaufnahme, nö, will ich nicht. Warum auch? Da. So, jetzt schauen wir mal gerade, wo es das letzte Mal gespeichert hat. Nee, wir sind noch Pauper's Drop. Bitte nicht den letzten Speicherstand. Och nö. Die wollen mich doch hier ärgern. Ja. Dann machen wir jetzt gerade den Schnelllauf, meine Freunde. Ein leeres Haus. Nur ein Echo bleibt mir noch. Eleanor, Liebes, wo bist du? Ich habe... Ärgerlich, ey. Ja, sorry, das Level war durch. Was soll ich da denn jetzt noch Quicksave drücken? Aber ich hatte doch eigentlich, ich hatte nicht vor dem dicken Sack gesaved. Ich will nicht, dass du mich berührst. Außerdem habt ihr gesagt, ich sollte am besten spielen ohne Save. Erinnert ihr euch noch? Ich habe alles getan, aber die kleine Eleanor verschwand. Und dann eines Tages sehe ich sie mit dir herumlaufen. Sie sieht krank aus. Und als ich sie in den Arm nehmen will, schlägst du mich zusammen.
brichst mir den Kiefer. Ich bin bereit, Babyräuber. Komm rein und bring es zu Ende. Ja, wir machen Schnellformat jetzt. Das geht ja ganz easy. Los. Es ist deine Entscheidung, Freund. Gracie ist unbewaffnet. Überleg selbst. Du musst mehr rauchen. Dann geh doch zum Teufel. Los. Du hast mehr Größe als ich, Chef. Vielleicht überlegt sie sich in Zukunft zweimal, ob sie Leute verdammt, bevor sie alle Fakten kennt. Jetzt aber los. Eleanor wartet. Mein Leben lag in deiner Hand. Jo. Und du gehst einfach? Jep. Ein Monster hält nicht die andere Wange hin. Kein Monster tut das. So handelt nur ein denkender Mensch. Jep. Ich weiß, dass Dr. Lamb keine Lügnerin ist, aber ich glaube, sie täuscht sich in dir. Ich finde es nicht mehr richtig, dich in den Hinterhalt laufen zu lassen, der draußen auf dich wartet. Ich kann die Familie nicht zurückrufen, aber ich kann ein wenig flüstern und deine Chancen verbessern. Diese Vögel sind Spezialanfertigungen von einem alten Freund. Das ist leider alles, was ich für dich tun kann. Ist okay. Reicht doch. Hier, Sprit tanken wir auch noch auf. Oh, schwere Nied. Da war das. Ich bin gerade so hoch. Irgendwie... Irgendwas stimmt doch hier gerade nicht. Ja. So. Wir wissen ja, wo alles jetzt steht. Ja. Verschwinden hat keinen Zweck. Ich kenne mich hier aus wie in meiner Wüste. Ja. So. Die Alte ist ruhig. Da lebt noch eine. Oh, fuck you. Wo ist er denn? Der Stärkste überlebt. Das ist das Gesetz im Grub. Diese Trottel sehen einfach das Potenzial nicht. Ach ja, genau. Wir wollten noch den Überweg über die Küche genommen. War Sadan, meinst du? Sadan! Von Muskelmasse und Dichte. Da ist jede Menge Musik drin. Erster Test meiner neuen Formel. Testsubjekt Hartwig Leo. Also. Jin. Ja, genau. Hier waren die ganzen Boxen. Nehmen wir die Box nämlich noch mit. $444. Der Lump war nämlich eben gerade da oben. Nieten. Kisten. So. Nachladen. Tja, ich weiß nicht, wie ich dich jetzt nennen soll. Du hast nicht nur mein Leben geschenkt. Wir machen gleich einen Quicksave, bevor wir das Level lieben. Geöffnet. Ich werde Dr. Lamb ein paar Fragen stellen müssen. Ja, oder frag ihn mal. Die ist sowieso ein bisschen crazy. Boah, kann ich da nicht mal durchspringen? Rosie hat noch was, Rosie hat nichts. Willst du mein Vertrauen gewinnen, indem du Grace das Leben schenkst? Deine Krokodilstränen mögen ihr Zweifel einimpfen. Ja. Aber bei mir geht das nicht so leicht. Kann man wieder die Frau Strom schalten? Ist ja grausam. So. Das hat doch noch gestunken. Spring auf, Junge, und starte die Bahn. Zwing mich nicht noch vorher zu pfeifen. Ja, doch. War nur das hier? Die Melodie ist grausam, oder?
Jo, mach's gut, Ingo. Oder wisst ihr was? Was haltet ihr von, wir machen da beim nächsten Mal einfach weiter. Wir gehen jetzt noch ins nächste Level. Vorher speichern wir aber. Nur für alle Fälle. Morgen würde ich nämlich ganz gerne mit Evoland weitermachen. Ich habe alle 21 Bänder. Woher weißt du das? Wo steht denn das? Aber dann ist es ja was Gutes. Ich finde, das haben wir ziemlich gut gemacht, Leute. Ich habe das Hypnoplasmid eigentlich noch gar nicht benutzt, ne? Keine Ahnung, ich habe da nirgends vom Counter gesehen, Sir Rex. Ich habe alle, die ich mal gesehen habe, mitgenommen. Höret mich an, ihr, die ihr das Lamm Gottes schlachten wollt. Niemals werdet ihr ihren Garten erreichen. Holy shit. Okay, wieder unter Wasser, das ist cool, aber... whoa, yeah. Na komm, wach auf. Ach, da bist du ja. Ich hab schon gedacht, du bist auf dem Torpedo ins Jenseits geritten. Ich bin jetzt im Dionysus Park. Die Bahn ist im Eimer. Überall Lecks. Der ganze verdammte Laden hier ist überflutet und abgeriegelt. Aber es gibt eine Pumpenstation hinten in der Siren Alley. Die könntest du so umfrisieren, dass der Park trockengelegt wird. Dann könntest du rein. Geh zu den Pumpen. Beeilung. Jo, Leute. Hier? Machen wir Schluss. Also wir speichern logischerweise nochmal. So, speichern, überschreiben. Ja. Wie gesagt, keine Ahnung, ob ich es habe. Ich denke, 9 Uhr ist gerade ein guter Zeitpunkt. Wir spielen jetzt gerade ein bisschen viel Bioshock, aber das ist nicht schlimm. Mir macht es ja auch richtig Laune. Ja, zurück zu Windows. Nein, ich will nicht speichern. Und morgen würde ich dann weitermachen mit Evoland, liebe Freunde. Ich habe auch gedacht, da sind wir fast durch. Tja, da haben wir uns auch reichlich getäuscht. Aber war ein guter Abend. Besser, ne? Außerdem habe ich gerade Frame Drops, die ersten. Jo, schön, dass ihr da wart. Morgen geht's weiter mit Evoland. Was soll ich sagen? Danke fürs Follow an Slamp. Sorry, Sadam, wie gesagt, ich hatte aus Versehen das Ding resettet. Die Resubs werden jetzt wieder brauchbar angezeigt, wie häufig. Und dann bin ich nicht mehr so verwirrt. Leni wollte mir das Buch irgendwann zukommen lassen. Da sie ja hier sowieso in die Gegend hinzieht, bietet sich das an. Ich denke mal, das werde ich mir dann irgendwann ausleihen. Weil tatsächlich interessiert es mich jetzt doch sehr. Vor allem, wie die Big Daddies entstanden sind. Da habe ich entweder überhört oder übersehen, weiß ich nicht. Ja. Danke fürs Zuschauen, Leute. Danke fürs Follow. Danke dafür, dass ihr immer da seid. Was soll ich sagen? Hatte dir gestern den Link gesendet im Steam? Hattest mir den Link gesendet in Steam? Oh, ich habe eine neue Einladung. Das könnte Slamp sein. Das ist nicht Melun. Ich dachte, Melun hat angefragt. Freundesliste. Sestrix. Nachricht senden. Oh ja, hattest du. Ha, guck mal an. Aber der Link funktioniert nicht. Gut. Ich beende das jetzt hier schon mal für YouTube.